Hallo und herzlich willkommen zu RetroPlay. Hallöchen! Wir gehen auf eine archäologische Expedition. Ja, sieht man schon, ja. Denn wir wollen das Schicksal von Atlantis erkunden. Ja. Und das ist natürlich eine Aufgabe für Sophia Hapgood. Ha! Und Indy! Genau, Indiana Jones, denn wir spielen Indiana Jones und der nicht und der letzte Kreuzzug und Nein. das Schicksal von Atlantis oder zu Deutsch And the Fate of Atlantis. Tatsächlich gibt's, ist auch im Deutschen heißt es And the Fate of Atlantis, ist nicht übersetzt worden. Ja. Ein absoluter Klassiker der LucasArts Adventures, kam direkt nach Monkey Island 2. Also gleiches Jahr? Oder? Gleiches Jahr, 1992, war ein richtig gutes Jahr für Adventure-Fans, für LucasArts-Fans, denn es erschienen zwei Spiele. Es erschienen Monkey Island 2 und Indiana Jones 4. Damals gab es ja noch keinen vierten Film. Ja. Der kam ja erst in den 2000ern dann irgendwann. Kristall-Dingsi. Mit dem Kristall-Dings. Und viele sagen, dass das die bessere Geschichte ist. Die werden wir jetzt ausprobieren und werden auf die Suche nach dem Geheimnis von Atlantis gehen. Und dabei wünschen wir euch wie immer viel Spaß. Das Schicksal von Atlantis. Und wir sehen auch schon auf dem Cover, sehen wir hier natürlich Indy. Ja. Und da sehen wir auch... Einwandfrei. Sehen wir auch Sophia. Sophia. Und so ein deutscher Scherge. Ach, ein Scherge. Ein Scherge. Es sind natürlich wieder Nazis mit dabei. Das gehört sich ja so bei Indiana Jones. Ja. Und ich würde sagen, wir gucken mal, was da alles drin ist. Ja, denn wir haben einiges in der Schachtel. Also erstmal so die Schachtel von oben. Zusätzlich enthalten Startlösungshilfe und großes Poster. Komplett in Deutsch. Der Mann mit dem Hut ist zurück, bereit sein bisher größtes Abenteuer zu bestehen. 1939, Agenten sind auf der Suche nach der versunkenen Stadt Atlantis. Sie wollen die geheimnisvollen Kräfte der alten Kultur für ihre finsteren Zwecke missbrauchen. Es liegt an Indy, dieses zu verhindern. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Genau, bevor... das böse Dritte Reich die Mächte zuschlägt. Von Atlantis vereinnahmen kann. Und das war jetzt von 92. Das ist von 1992. Ist leider auch das letzte LucasArts Adventure, das für den Amiga erschienen ist. Dann Nachfolger Death the Tentacle kam dann nicht mehr. Es holt aber nochmal alles raus. Es läuft auf dem Amiga 500. Ich habe es auf dem Amiga 500 auch damals durchgespielt. Kann man gut spielen. Es gibt so ein paar Sequenzen, wo sehr viel los ist, wo es echt langsam wird. Also es gibt so eine Sequenz auf einem Marktplatz, werden wir dann sehen, da hatte ich dann irgendwie noch einen Frame pro Sekunde so ungefähr. Aber es, da es nur kurz war, ging's. Es läuft mit eben dem Grafik-Chipset vom Original Amiga. 32 Farben. Auch da haben sie alles rausgeholt. Okay. Anders als bei den Sierra-Spielen, den späteren, die das halt irgendwie billig runterkonvertiert haben und es sah dann doof aus, haben sie hier die Grafiken wirklich manuell überarbeitet und das sieht man auch. Die PC-Version mit 256 Farben sieht natürlich noch einen Tacken besser aus, ist klar. Aber da haben sie noch mal alles gegeben, so als einen schönen Abschiedsgruß quasi. Also gucken wir mal, was drin ist. Wir haben zum einen das Handbuch. Das ist wichtig, weil da auch die Kopierschutzabfrage drin ist. Also kein Wheel of Fortune? Diesmal nicht, sondern wir haben hier diese Symbole. Ah, okay. Und die, da werden wir gleich am Anfang vom Spiel werden wir das sehen. So, dann haben wir, wie bei Monkey Island 2, 11 Disketten. Ja, also, es sind nicht mehr geworden zumindest. Aber die konnte man auch damals schon auf Festplatte kopieren und oder installieren? Oder genau, es war eine Festplatteninstallationsroutine, war direkt dabei. Ja. Und dann haben wir auch ein Poster. Ja. Ich glaube, das hing beim Jan an der Wand, oder? Ja. Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Wirklich so als Filmposter auch aufgemacht hier. A Hal Barwood Adventure, Henry Jones Jr. Mach mal groß. Ich mach mal groß hier. Ja, ich bin nicht im Bild.
Nee, du bist nicht im Bild. Ich bin nicht im Bild. Du bist nicht im Bilde. Da. Ich würde mal sagen, die Ähnlichkeit ist doch... Ich finde, oder? Deswegen halte ich es nämlich auch hoch. Der Dennis sieht sich eindeutig ähnlich. Ja. Ja. Und ich würde mal sagen, die roten Haare sind auch... Die roten Haare sind eindeutig, passen. Ja. Also, ihr habt ja schon bemerkt, wir wollen hier eine super ernste Geschichte. Genau, das ist eine ernste Sache hier. Ja. Genau, unsere Devise lautet wie immer, wir wollen Spaß und den werden wir zusammen haben mit diesem sehr schönen Adventure. Hier gibt es die Lösungshilfe. Eigentlich sollten Sie dieses Heftchen so gut wie nie benutzen. Schließlich sind Sie es, der Indiana Jones auf seinem Weg nach Atlantis erfolgreich begleiten soll. Das ist aber auch nur für die ersten paar Sachen, ja, dass man mal so... Aber auf der Rückseite war eine Karte, die könnte spannend sein, oder? Nee, das ist die Karte, die auch... Das ist einfach nur nix. Genau, die ist auch sonst hier in der Anleitung hinten drauf. Okay. Ja, also die Anleitung brauchen wir noch. Dann haben wir die Bestellkarte, Umtausch, Upgrade-Karte. Und man kann auch umtauschen auf VGA 256 Farben. Das ist jetzt von der PC-Version offensichtlich. Mhm. Da haben sie dann für ein Amiga nichts Spezielles mehr gemacht. Hier habe ich noch die Rechnung. Mal gucken. Barkauf. Genau. Das habe ich nämlich gekauft bei DTM in Wiesbaden. Luisenstraße 47. Also ist meine Originalrechnung. Und ich habe 115 D-Mark dafür bezahlt damals. 1993. 1993, genau. Anfang 93. Es kam Ende 92 für einen PC. Mhm. Amiga-Version kam dann so Ende 92, Anfang 93. Mhm. Und ich habe es dann zu einem sehr frühen Zeitpunkt damals dann gekauft. Ja. So, cool. So, dann haben wir hier noch Hotline, die Hotline-Nummern, also wenn ihr irgendwo... Die ist aber nicht so eine wie die im Baum, oder? Im Irrgarten? Das ist schon richtig. Service für Kunden-Hotline. Haben Sie eine Frage zu unseren Spielen? Rufen Sie an 02131 660254. Keine Ahnung, wer sich da jetzt meldet, aber... So, und dann haben wir hier noch Discover the Fun. Das ist so ein Katalog. Monkey Island 2. Muss sein. Indie 4. Muss sein. Eye of the Beholder 2. Oh, muss sein. Matrix Cube, das ist Buck Rogers 2. Der ist mit der Goldbox Engine. Ja. Dann haben wir Might and Magic 3. Ja. Planet's Edge, das sagt mir jetzt wieder gar nichts. Center Base sagt mir auch nichts. Aber Mad TV dafür natürlich wieder. Oh, göttlich. Ja. Steht auch noch auf der langen Liste. Genau. Dann haben wir Zack McCracken, haben wir gespielt. Loom, haben wir gespielt. Ja. Night Shift, haben wir gespielt. Ja. Indie 3, haben wir gespielt. Monkey Island, haben wir gespielt. Ja. Battle of Britain, haben wir nicht gespielt. Nee. Logical auch nicht. Legend of Fergale, habe ich damals gerne gespielt. Mhm. Schönes Rollenspiel. Sehr, ein bisschen Bard's Tale-like. Fate, Gates of Dawn. Auch ein gutes Rollenspiel. Dann haben wir hier noch Buck Rogers, Counter on to Doomsday. Death Knights of Kryn, Gateway to the Service Frontier. Das sind so lauter D&D, SSI. Adventures. Ja, so, da ist als einen kleinen Prospekt dabei. Und dann haben wir noch die Amiga-Referenzkarte. Folgende Dinge sollten enthalten sein. Die Disketten, eine Anleitung. Das sind wichtige Informationen. Und dieses Blatt da. Und dieses Blatt und eine Referenzkarte. Die werden wir aber nicht brauchen. Hier steht nochmal Tastatur. Ja, Prominent. Dann haben wir hier noch, was haben wir denn da? Softgold Produktübersicht, nochmal Werbung. Mit Preis dabei. Mit Preis. Hier, Mad TV. Es gibt eine Mad TV Data Disc. Dun, dun, dun. Von der habe ich ja noch nie gehört. Hast du gerade das Einbuchen? Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich erschienen ist, aber hier angekündigt Mad TV Data Disc 29,95. Wenn die einer von euch kennt oder hat, schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe da noch nie von gehört. So. Ab übermorgen wird der Dennis. Pirschen. Pirschen so, und jagen. Du hast ja gesagt, die Lösung brauchen wir nicht. Nein, die Lösung dann brauchen nur tun wir mal das beiseite. Ja, ansonsten, ich haben... Ich jetzt jeden 6 raushauen, den ich möchte. Genau. So, dann haben wir noch einen... das hier, gucken wir uns mal das da an. Hier, so, den Anhänger. Den Anhänger, Ich mach mal die Frisur zur Seite. Genau, der Anhänger war nicht beim Spiel dabei. Ich habe einen Anbieter gefunden, der die im Ausschnitt verschwunden, der die herstellt. Wir werden das gleich sehen. Das ist auch der Anhänger, den Sophia eigentlich die ganze Zeit trägt. Sieht man auch auf diversen Bildern. Und hier dieser Zettel war dabei. Hier
Please be careful with Nur Absal. Nur Absal. Genau, wer Nur Absal, Nur Absal. Wer Nur Absal ist, das werden wir dann gleich noch herausfinden. So, Hagen, Sophia. Sophia, dann, ich bitte dich. Bleib doch mal in der Rolle, Indiana. Starten wir doch mal Henry Jones Jr. Oder der Hund. Oder der Hund, wir nannten den Hund Indianer. Genau so. So, wir haben das Ganze jetzt hier installiert auf einem Amiga 2000 mit ein bisschen Beschleunigung, damit wir nicht, also Festplatte damit installiert. Der Druck hat. Und damit es auch nicht ganz so gar so langsam ist. Es ist aber jetzt auch kein richtig Hyper-Turbo-Amiga. Also etwas, was man damals haben konnte. Nur diese, wir brauchen nicht die Erfahrung nochmal von damals mit einem Frame pro Sekunde. Nein, wir wollen es auch schön und wir wollen Spaß. Genau. So, drücken Sie die Enter-Taste, um das Spiel zu beginnen. So, jetzt haben wir hier so Steinscheiben. Finde Sonne 3. Sonne, Mond und Vulkan. Was heißt denn Sonne 3, Mond 3 und Vulkan 4? Also in der Anleitung, Seite 14. Wir gucken nochmal. Wo ist denn Seite 14? Wo ist denn? Ach, hier. Auf der Seite 14. Ja, so, ja, da brauchen wir jetzt Sonne 3. Da ist die Sonne nämlich oben. Wir brauchen Mond 3. Da ist der Mond oben. Und wir brauchen Vulkan 4. Da ist der Vulkan rechts. So, und das stellen wir jetzt hier ein. Also Sonne oben, Mond oben. Also wir drehen jetzt diese Scheibe. Ah, das ist ja fast selbsterklärend. Mond oben. Jetzt hätte ich schon die rechte Maustaste gedrückt. Für Verkehr. Nee, geht auch nicht. Also mit rechter... So, halt und nichts bewegen. So. Und dann drücken wir hier auf die Achse. Achse. Und nochmal. Sound ein bisschen leiser, dass er gleich nicht um die Ohren fliegt. Ich höre nichts. Ja, da Musik kommt gleich. Ja, die Amiga-Version, in der Musik fällt sie etwas ab. Sie hat auch nicht den kompletten Soundtrack wie beim PC. Beim PC gibt es ein bisschen mehr, ein bisschen abwechslungsreicher, aber für die Stimmung langt's, denke ich. Oh. Indiana Jones and the Fate of Atlantis. So, 92. Es gibt auch für PC und Mac gibt's eine Version mit englischer Sprachausgabe. Okay. Deutscher, das war das erste LucasArts Adventure mit Talkie-Version. Mhm. Von Loom gab's auch eine, aber die ist, glaube ich, später erschienen. Mhm. Aber nur auf Englisch. Es gibt keine deutsche Talkie-Version. Wir spielen die deutsche Version jetzt hier. Und wir werden wie gewohnt das natürlich für euch dann selbst vertonen. Hat er mir gesagt. Na gut, Jones. Wie wirst du diese Statue in all diesem Müll finden? So, bei Indie 4 ist es nämlich so, dass wir das Intro spielen. Also, wir sind jetzt im Intro, aber wir haben direkt die Kontrolle. Und wir müssen offensichtlich irgendeine Statue finden. Dann gucken wir mal, wo diese Statue ist. Das ist eine Skulptur von Shiva. Shiva war das irgendwie... Ja, indischer Tempel Gott. Des Todes. Ja. Das ist eine Art Urne für Begräbnisse. Ein mittelalterlicher Kobold. Oder eine gute Imitation. Da ist noch eine Statue. Eine Kopie einer ägyptischen Horus-Statue. Truhe. Truhe ist gut. Ein echter Kerzenhalter. Markus denkt, dass diese Truhe mal Kolumbus gehörte. Mhm. Da ist noch eine Statue. Armer Markus. Er dachte, dies sei ein Maasai-Krieger. Oh, das ist eine Luke im Boden, ne? Da ist noch eine seltsame Statue. Ah, hui. Da ist eine Luke im Boden. Da ist eine Luke im Boden. Schummel da mal nicht rum, steh mal auf. Jetzt sind immer so die Credits so ein bisschen zwischendurch eingestreut. Große Kiste. Auf dem Aufkleber steht nicht identifizierte Tonscherben. Sieht wie die Perlenarbeiten aus der Phönix-Sammlung aus. Markus glaubte, Potlach-Indianer hätten den geschnitzt. Sieht eher aus wie eine Filmrequisite. Sieht wie Textilien aus der Schaunard-Sammlung aus. Oh!
Also wir sind im Barnett College übrigens. Also, ja, das war mir schon klar. Ja, ja, also wenn du den dritten Teil gespielt hast, dann weißt du doch. Bücher über Pötte. Die habe ich alle gelesen. Die habe ich alle gelesen. Gleich kommt, die habe ich nicht alle gelesen. Oder? Die habe ich alle gelesen. Ja, also es muss kommen. Skabum? Die habe ich alle gelesen. Du musst es doch sagen. Bücher über Statuen. Statuen, sehr gut. Diese Bücher kenne ich noch nicht. Ja, ich doch. Hoppla. Was? Auch durch die Decke. Ah ja. Oh. Wir hören übrigens das Atlantis-Thema. Ah, okay. Mit diesem Düdüdüdüdüdüdü. Genau. Also es ist natürlich die Musik von John Williams und aber auch eben eigene Themen für Indie 4. Wir sollten uns mal um das Dach kümmern. Das Dach. Ja, hier das. Die Decke. Die Decke da. Katzenfigur. Eine billige Kopie eines siamesischen Stücks. Ah! Okay. In den Kohlenkeller. Da macht man was mit hier. Genau, noch Disclaimer, ich hab's damals gespielt, Hagen kennt es noch nicht. Ich kenne es überhaupt nicht. Ich lasse mich hier überraschen. Bisher sieht es schon vielversprechend aus. So. Linker Schrank? Nix. Mittlerer Schrank? Nix. Rechter Schrank? Da ja, verdammt! Hier ist ja, wonach ich suche. Ja, was ist denn da, Dennis? Da ist eine gehörnte Statue. Seltsames Ding. Wo Markus das nur wieder her hat. Genau, wir haben auch die passende Requisite. Also das ist die Statue, die wir jetzt gerade gefunden haben hier. Können Sie einmal hier für euch in groß zeigen. Mhm. Sau cool, das Ding. Genau, auch das ist natürlich eine inoffizielle, ein inoffizielles Kunstwerk. Bei Etsy habe ich das, glaube ich, bestellt. Ja, da guck mal, da ist doch der Markus. Genau. Und der, wie hieß der andere? Und so Markus und der... Ach, ich bin wieder da. Indy! Sie sehen nicht besonders gut aus, Dr. Jones. Unsere Sammlung zu durchstöbern kann etwas gefährlich sein, Mr. Wie war doch gleich Ihr Name? Smith. Sagen Sie, haben Sie ein Schloss für meinen Schlüssel gefunden? Da können Sie drauf wetten. Sehen Sie! Worauf warten Sie? Machen Sie es auf! Warum nicht? Es ist offensichtlich eine Fälschung. Sie mögen so denken, Doktor. Aber ich glaube, wir öffnen ein neues Kapitel der Geschichte. Es hat ein Stöpsel. Ja, das ist der Schlüssel jetzt. Ja. Guck mal, da war eine Perle drin. Vielleicht eine Art Schmuck? Ich glaube immer noch, dass es eine Fälschung ist. Dann sind Sie nicht böse, wenn ich es mitnehme? Also wirklich, Mr. Smith? Bleiben Sie zurück, Gentleman! Ich hoffe, Sie haben Ihr Fluchtauto bereits vor der Tür stehen. Sie werden eins brauchen. Wo ist Fritz? Schnell den Hut wieder aufsetzen. Ich würde schon sagen. Er ist entkommen. Aber wir haben seinen Mantel, Markus. Der Mann. Hey, was ist das hier? Klaus Kerner, wie? Na guter Gott, Indy! Der Mann ist ein Agent aus dem Dritten Reich. Was macht ein Spion mit einer gefälschten Statue? Ich habe gelogen, Markus.
Es ist, glaube ich, keine Fälschung. Ich habe diesen Stil nie gesehen. Aber sie war alt. Sieh mal, was unser Freund noch bei sich hatte. Eine alte Ausgabe von Bild der Archäologie. Und da bist du in Island. Ja, Ausgrabungsleiter auf der Jastro-Expedition. Mein erster echter Job. Wer ist diese Frau? Sophia Hapgood. Sie war meine Assistentin. Eine verwöhnte reiche Göre aus Boston, die gegen ihre Eltern rebellierte. Wo ist sie jetzt? Sie gab Archäologie auf, um ein Medium zu werden. Seltsame Berufswahl. Das kannst du laut sagen. Indy, Kerner hat dich gefunden. Was, wenn er sie findet? Wir müssen diese Frau warnen. Du hast recht. Und ich will mehr über die Statue wissen. Weißt du, Markus, das kälteste Jahr meines Lebens war das Jahr in Island mit Sophia. Ich hab gedacht, da wäre noch was runtergefallen außer seiner Jacke. Von dem ich glaube nicht, nee. So, und jetzt auch das, was wir aus dem Film kennen, immer die Sequenzen, wenn er reist, von Barnett College nach New York City. Genau, diese Perlen, also diese Perlen hier, die werden noch wichtig werden. Die Metallperlen, die diese, aber nicht Metallperlen. Diese Metallperlen sind, ja. haben eine ganz besondere Bewandtnis, aber das werden wir noch sehen. So, jetzt sind wir hier in New York und hier sehen wir Madame ich Sophia. Ich mag den Stil, tonight. Darf ich das sagen? Ich mag das mit dem, das sieht saugeil aus. Ich finde ja. Die Grafik cool. Ja, sehr schön gemacht. Ja. So, schau an Anzeigetafel. Stell dir vor, dass Leute tatsächlich Geld für Sophias Hokuspokus zahlen. Du bist echt ganz schön negativ. Ich hab halt auch ein Leben. Die Türen sind zu, Sir. Okay, man kommt nicht mehr rein. Schön auch hier im Hintergrund fahren immer mal so Autos und so. Hier Zeitung. Das ist die Zeitung von heute. Zeitung ist immer gut. Das ist die Zeitung von heute. Da ist eine Telefonzelle. Was ist das Blaue neben der Zeitung? Da nur Dreck, oder? Ich glaube. Ich kann nicht telefonieren. Ich habe kein Kleingeld bei mir. Das ist nur irgendwie Dreck. Dann da hinten die Pappschachtel. Auch nicht. Nebeneingang. Hintertür. Nicht abgeschlossen. Was willst du, Bursche? Das ist nicht die Kasse. So, was wollen wir sagen? Mach doch eins. Ich komme, um Madames originelle Oration zu hören. Das ist nicht diese Art von Show. Das Tode. Ja, ich glaube, er ist ein bisschen nicht so ganz so helle. Mhm. Natürlich nicht. Madame Sophia ist eine Frau des Geistes. Keine fiese Matenten, Junge. Du redest hier von meinem Idol. Keine Ahnung. Oh. Kein Scherz. Sie ist die Größte. Meine ich auch. Sie hat sowas Gewisses. Das da. Sehr schlau. Sie ist sehr schlau. Ja, sie ist sehr schlau. Schlau. Meine Meinung. Weißt du, was ich am meisten mag? Ist die Art, wie sie... Zwei oder drei? Ich würde drei nehmen. Okay. Armer Neandertaler wird dich engagiert. Mhm. Komplizierte Dinge so leicht verständlich macht? Genau das! All die schlauen Sachen klingen so einfach, wenn ich ihr zuhöre. Mhm. Für den College-Jungen bist du in Ordnung. Komm rein. Wenn du beleidigst, musst du dich durchprügeln.
Genau, es gab hier, es gibt, das war jetzt ein Puzzle, was man auf drei verschiedene Arten lösen kann. Okay. Ja, du kannst entweder dich vorbeischleichen, du kannst mit ihnen bequatschen oder du kannst ihn wegprügeln. Ah, okay. Wir haben bequatscht. Wir haben bequatscht, ja. So, und da sehen wir, steht Sophia und redet zu dem Publikum und hat irgendwelche Dias oder so, die dir gezeigt werden. Ja, und die Musik hat sich auch angepasst jetzt. Mhm. Reden wir mal mit dem Beleuchter hier. Entschuldigen Sie. Aha, Sie müssen der neue Rausschmeißer sein. Ja, natürlich. Wurde auch Zeit, dass jemand Biff ersetzt. Der hat ja nur Grütze im Hirn. Holen Sie die Betrügerin mal her, ja? Nee. Audienz, ja. Ich will eine Audienz bei Miss Hapgood. Sind Sie verrückt? Während der Show? Schreiben Sie einen Brief. Also musst du die Show beenden. Dann gehen wir jetzt mal zu Sophia. Hey, Sie können da nicht rausgehen. Nehmen Sie es leicht und genießen Sie die Show. Schon sagen denn. So, dann gucken wir immer zu. Also, hier ist er dann, so wie die aus seiner Glanzzeit ausgesehen haben könnte. Ruhmreich. Wohlhabend. Gesellschaftlich und technisch fortgeschritten. Jenseits unserer wildesten Träume, mit zum Flieger, vor 5000 Jahren, als alle anderen noch Tierhäute trugen, wagten die mächtigen Denker von Atlantis eine Stadt zu bauen, in der Wissen und Macht in Zufriedenheit vereint waren. Jahrhunderte später schrieb der berühmte Philosoph Plato darüber. Er vermutete Atlantis auf einem Kontinent weit draußen im Ozean und beschrieb eine Aufteilung in drei kreisförmige Teile. So wie Sie sie hier sehen können. Ist sie nicht fabelhaft? Sie könnte noch stundenlang reden. Mhm. Nein, könnte sie nicht. Will sie nicht. Sie will Popcorn essen. Entschuldigen Sie. Psst. Jetzt kommt der interessante Teil. Nein. Was kam über diese großartige Stadt? Wir werden es nie genau wissen. War es der Meeresspiegel, der langsam anstieg? Oder die Erdkruste, die sich plötzlich verschob? Was immer auch geschah, Panik muss Atlantis' Bürger ergriffen haben. An dem schrecklichen Tag, an dem das stolze Atlantis in den Wellen versank. Klub, klub. Und weg. Oder? Vielleicht war es ein Vulkanausbruch und selbst heute wäre noch etwas zu finden. Bei einigen Fragen ist der große Geist, der meine Gedanken lenkt. Der Allessehende nur ab Sal völlig verschwiegen. Nur ab Sal. Ich habe das schon 100 Mal gehört. Diese Frau hört einfach nicht auf. Entschuldigen Sie. Ja, was jetzt? Sie sehen müde aus. Soll ich nicht übernehmen? Nö, früher oder später muss ich den Geist da rausfahren. Das ist immer ein spannender Moment. Entschuldigen Sie? Ja, was jetzt? Wollen Sie nicht viel lieber etwas anderes tun? Was denn? Das Showgeschäft ist mein Leben. Mhm. Lesen Sie denn nicht? Sicher, das ist ein Hobby von mir. Wenn ich Ihnen nun was zu lesen gäbe? Die Zeitung, ha? Ich könnte ja mal reingucken. Ja, dann geben wir ihm doch die Zeitung. Ja. Also beschäftigt. Und dann geht's auch gleich mit der Show weiter, nur dass du Bescheid weißt. Mhm. Hier. Ah ja, die Spätausgabe. Ob die Dodgers wohl gewonnen haben? Passen Sie mal kurz auf das Licht auf, ja? Natürlich. Wir werden auf das Licht aufpassen. So, guck mal, da sind Knöpfe und Hebel. Ein Hebel. Drücken wir doch mal. Seht ihr jetzt nichts, oder?
drücken den Knopf. Nichts passiert. Okay. Drücke Knopf. Ah ja. Und da geht er hin. Und ich fühle immer noch die Gegenwart von Atlantis durch. Und ich darf ihn nur Absal präsentieren, den großen atlantischen Gott des Betrugs. Betrugs? Danke, Indy. Indiana Jones? Du hast vielleicht Nerven. Zurück, du Karnevalsfigur. Oh, prima. Gute Nacht. Ich glaube, jetzt ist sie sauer. Kommen Sie, Mister. Ich muss mal ein paar Takte mit Ihnen reden. Na, das war ja auch längst überfällig.